Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute kommt der dritte Part von Ich kreiere Pinterest Outfits nach und zwar die Spring Edition. Ich habe euch ja gesagt, dass ich jede Jahreszeit machen möchte. Ich war kurz davor, das nicht zu machen, einfach aus dem Grund, weil es mir ja, noch nicht so besonders gut geht, was meine Schulter angeht. Diejenigen, die es noch nicht wissen oder das nicht mitbekommen haben, ich habe mir durch einen Verkehrsunfall die Schulter geprellt. Es wird besser, aber es ist noch da und es tut halt trotzdem noch weh und das Anziehen ist halt nicht gerade einfach. Aber da heute ein relativ guter Tag ist, dachte ich mir, mache ich das trotzdem mal. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn ihr jetzt schon Bock habt, dann lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben da. Für die Leute, die hier neu sind, ich mache diese ganze Pinterest-Reihe einfach aus dem Grund, um euch einfach ein bisschen Inspiration geben zu können. Und es soll einfach auch eine Message sein, einfach mal die Sachen, die man abspeichert, auch wirklich zu nutzen. Und oft hat man das ja immer, dass man die Sachen abspeichert, irgendwie in Vergessenheit geraten und man das dann doch nicht mehr benutzt. Und das ist so ein kleiner Reminder und eine kleine Message, dass ihr es einfach mal öfter benutzt und nicht vergesst, dass ihr die Sachen abgespeichert habt. Es stört mich einfach so sehr, dass die Tür noch offen ist. Egal. Irgendwie ist meine Stimme gerade weg. Wir fangen jetzt mal direkt mit dem ersten Outfit an. Und zwar werde ich euch das einmal hier einblenden. Wow. Und zwar einmal dieser Look hier. Ich finde ihn einfach sehr nice. Ich habe sowas wirklich noch nie getragen. Zumindest nicht diese Shorts dazu. Ich habe tatsächlich eine in Weiß und die trage ich eigentlich sehr, sehr gerne zum Schlafen oder halt einfach, wenn es ein bisschen gemütlicher zu Hause sein sollte. So habe ich es noch nicht getragen und ich bin mega gespannt, ob mir das gefällt und ob ich das öfter tragen werde. Und die Brille finde ich auch mega nice. Die habe ich mir vor kurzem auch bestellt, weil ich hatte eigentlich woanders eine bestellt und die war einfach eine absolute Katastrophe. Habt ihr wahrscheinlich dann in meinem letzten Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, werde ich euch das mal hier oben verlinken oder einfügen oder was auch immer. Da habe ich das nämlich gezeigt, wie die Brille aussah, die ich vorher bestellt habe. Das war wirklich ein absoluter Reinfall. Aber anderes Thema, wir werden jetzt diesen Look nachkreieren. So Leute, das ist jetzt der Look. Ich habe mich irgendwie verliebt. Ich hätte nie gedacht, dass das gut aussieht. Oh mein Gott. Ich finde das super cool. Ich habe jetzt hier einfach Air Force an mit meinen Socken. Ein Sport-BH, diese coole Shorts trage ich eigentlich wirklich nur zu Hause, um ehrlich zu sein, weil es gemütlich sein sollte. Und dann ein Blazer drüber. Oh mein Gott, es sieht so nice aus. Oh mein Gott, gut, dass ich Selbstbräune drauf habe, jetzt sieht alles noch ein bisschen nicer aus. Ich bin einfach sprachlos, Leute. Also wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Und genau deswegen finde ich diese Videos geil. Ich lerne immer wieder neue Sachen und traue mich auch wirklich mal die Sachen auszuprobieren. Das sieht einfach so nice aus. Das werde ich definitiv öfter tragen. Der nächste Look ist einfach wirklich ganz, ganz chillig. Perfekt für den Frühling, wenn es ein bisschen frischer ist, aber nicht allzu frisch ist. Einfach nur ein Pulli, eine Jeans, gute Air Force und fertig ist der Look eigentlich auch schon. Brille finde ich auch mega nice. Die ist, glaube ich, braun. Würde ich eigentlich auch gerne haben, aber habe ich noch nicht gefunden. Sehr cool. Ich glaube, das ist mit einer der besten Looks, die man machen kann für den Frühling. Der nächste Look. Und ich habe jetzt einfach mal die schwarze angezogen, weil die braune ist relativ groß und die ist von der Form her eh gleich. Und ich habe eh hier schwarz, die passt, glaube ich, ein bisschen besser. Mega Look, finde ich super. Ich habe jetzt hier meine Nike Air Force an. Also perfekter Herbstlook. Frühlingslook meinte ich natürlich. Finde ich super. Darunter kann man auch immer noch super ein Shirt anziehen, falls es einem ein bisschen warm wird oder so. Ich finde den Look super. Kann man machen. Ich glaube, ich sehe jetzt wirklich 1:1 aus wie auf dem Bild, weil es jetzt auch so dran ist. Also da kann man halt echt nichts falsch machen mit einer Jeans und Pulli für den Frühling. Top. Muss echt sagen, es war eine absolute Qual, in diese Jeans reinzukommen. Ich habe sie frisch gewaschen. Die war eigentlich auch schon in meinem Koffer. Ich habe sie jetzt rausgeholt für das Video. Und die ist einfach knalleng. Wow, das war echt eine Herausforderung mit einer Hand, aber es ging. Der nächste Look ist für mich relativ neu. Also so habe ich ihn tatsächlich noch nicht getragen. Ich habe genau dieses Hemd auch, aber ich habe es tatsächlich noch nie mit einer Jeans getragen, sondern mal mit der passenden Shorts oder halt mit einer Radlerhose. Also so, dass man es quasi nicht gesehen hat, sondern wie so ein Kleidchen. Aber mit einer Jeanshose habe ich es tatsächlich noch nie kombiniert. Ich bin sehr gespannt, ob mir das gefallen wird. Die Brille habe ich tatsächlich auch so ähnlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Genau aus so einem Grund finde ich solche Videos ganz cool, dass man einfach mal Sachen ausprobiert, um zu schauen, ob es einem gefällt oder nicht, weil sowas ist halt voll mein Stil, aber das ist halt auch noch die Frage, zieht man sowas wirklich an oder würde man das anziehen? Weil viele Dinge finde ich super schön, aber würde ich einfach nicht anziehen. Zum Beispiel finde ich diese Schuhe, ich weiß nicht, wie die hießen, ich werde euch mal hier ein Bild einblenden, welche ich meine. Solche Schuhe finde ich an anderen wirklich super nice,
An mir kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber das hat Geschmackssache. Aber trotzdem finde ich diesen Stil schön. Aber ich würde es halt nicht tragen. So sieht jetzt der nächste Look aus. Ich finde den echt auch geil. Ich bin gerade ein bisschen baff, dass ich sowas nicht vorher gemacht habe. Ich hätte das deutlich aufzumachen können. Ja, der sieht so nice aus. Hätte nie gedacht, dass ich das mal cool finden würde mit einer Jeans. Dazu habe ich jetzt einfach die schwarze angezogen, weil ich habe gesehen, dass sie eine schwarze anhat. Und dann einmal diese braune hier, da hätte ich aber eher eine braune Tasche dazu angezogen. Oder ist es braun? Oder ist es schwarz, die Brille? Keine Ahnung, ist auch egal. So sieht es auch okay aus. Ich würde sonst auch einfach. Toll, das. Einfach hier meine weiße dazu angezogen. Passt halt natürlich auch super dazu. Würde halt wirklich eine braune, die zu der Brille passt, damit das alles so ein bisschen matcht. Man sollte am besten wirklich jede Farbe irgendwie wieder aufgreifen können. Jetzt in den vierten Look und das ist einmal dieses hier. Ich finde ihn super perfekter Alltagslook und vor allem habe ich euch das schon mal, glaube ich, in meinem Lookbook erzählt, in dem Video, dass Blazer einfach sehr, sehr viel ausmachen und auch sportliche Outfits super aufstylen können. Und man kann das einfach super kombinieren, dieses Schicke und Sportliche mag ich total. So sieht jetzt der Look angezogen aus. Ich finde den auch mega geil. Super Alltagsoutfit. Gerade gucken, ob da was ist. Ich glaube, ich hätte eine höhere, also eine High-Waist-Jeans anziehen sollen. Die ist eigentlich auch High-Waist, aber nicht bei meiner Größe. Obwohl, so geht es ja eigentlich auch. Also man kann den Knopf noch zumachen. Ich finde den super. Ich kann man nichts falsch machen. Da habe ich auch Air Force an. So wie immer gefühlt. Ja, ich finde den super. Da habe ich jetzt auch so ein. Das ist jetzt kein Sport-BH, aber ein Bralette oder so, glaube ich, nennt man die auch. Klasse. Der letzte Look ist einmal dieser hier und ich muss sagen, genauso werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich nicht weiß, ob ich genau so einen Pulli habe und so einen Rock habe ich jetzt auch nicht, aber ich habe einen weißen und man kann das ja so ein bisschen in die Richtung machen. Allgemein einfach geht es dann eher darum, Rock mit Pulli. Ich bin gespannt, wie ich das machen werde und was ich da jetzt aus meinem Schrank rausfischen kann. Aber an sich finde ich den Look auch ganz schön cool. Aber genau diese Schuhe sind die, die ich nicht anziehen würde, weil sie mir einfach nicht gefallen an mir selber. An Anna finde ich sie cool, an mir selber gefallen sie mir einfach leider nicht so. Beziehungsweise, es kommt auch immer drauf an, wer sie anhat und wie die gestylt sind. Es gibt natürlich viele Arten, die ich jetzt nicht so cool finde, aber es ist halt immer auch Geschmackssache. Okay Leute, ich habe jetzt es versucht, irgendwie in diese Richtung zu machen. Ich habe jetzt irgendwie vergessen, meine Schuhe anzuziehen. Ich würde dazu jetzt einfach Air Force anziehen. Aber ich habe keinen Pulli, der irgendwie in diese Richtung geht. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal ein bisschen umgewandelt. Aber der Rock ist auf jeden Fall, ja, da. Aber ich finde das so auch mega geil, muss ich sagen. Ich habe jetzt einfach mal schwarz und schwarz, weiß, weiß und dann ein kleines Highlight, und zwar das Graue. Finde ich super, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen schicker. Was mich jetzt so stört, ist, dass das Weiß nicht gleich ist. Weil das ist eher so ein bisschen in diese Creme-Richtung und das ist halt komplett weiß. Aber ich finde es nicht schlecht. Vielleicht, wenn man das zumachen würde, dann sieht es ein bisschen aus wie so ein Kleid oder so. Aber es ist auf jeden Fall cool, kann man machen. Ich denke aber, es könnte echt nice aussehen, wenn man es auch so kombiniert. Oder wenn man halt die Teile hat, wie die Frau auf dem Bild. Cool, ich hätte ein Satinkleid. Aber dafür bräuchte ich halt den Pulli. Das kann man halt auch machen, dass man ein Kleid nimmt, was in diese Richtung geht, wie das Satinkleid, was ich habe. Und dann irgendwie da so ein Pulli drüber. Das könnte auch nice aussehen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir also gerne einen Daumen nach oben da. Ist das alles in der Infobox verlinkt, was ich finden konnte, was ich auch anhatte. Und wenn du noch nicht Teil hiervon bist, abonniere sehr gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!